Herzlich willkommen zu meinem neuen Motovlog, Leute. Und in diesem Video werden wir ein bisschen Offroad fahren, Leute, weil ich habe eine richtig geile Strecke hier, wo man sogar auch, ich glaube, halbwegs legal fahren darf. Und ja, wir werden heute ein bisschen Offroad fahren, Leute, weil wir haben auf dieses einen Video über 70 Likes und dann gibt es immer eine Offroad-Tour. Und ja, ich sage jetzt mal so, das ist eh der Einstieg so von Offroad. Aber ich habe einfach gedacht, ja, ist ein bisschen chillig, so ein bisschen im Wald herumfahren. Digga, hier haben wir natürlich wieder mit der geilen Location. Ja, hier das Moped, Leute, und ja. Ja, Kennzeichen ist sicherheitshalber unten. Natürlich fahren wir so nicht auf den öffentlichen Straßen. Und dass ich nichts verpixeln muss, haben wir das auch so gemacht, Leute. Sonst gibt es eigentlich nichts zum Sagen, Leute. Bis auf das, dass da die ganze Zeit jetzt Autos fahren, weil wir haben heute 30 Grad. Aber ideales Wetter, irgendwie so Offroad zu fahren. Daher jetzt halt nichts feucht oder nass ist, so, Digga, weil wenn so Waldweg und so nass ist, Digga, ist es ganz schön ekelhaft, Leute. Und ich habe mich einfach, ich weiß eh, euch interessiert es nicht, aber ich habe mich einfach da verbrannt, Leute, beim Auspuff, Digga. Das ist halt das Blöde am Enox, dass hier nicht irgendwie so eine Abdeckung gibt. Schreibt mal rein, Leute, weiß irgendwer, wie man da irgendwie, kann man da irgendwie so eine Abdeckung, ich meine, da kann man eh nichts drauf machen, Digga, aber ich habe mich halt da so richtig verbrannt, Digga, und das ist halt scheiße, Digga, weil das erst ein bisschen dauert, bis der weg geht, Digga. Und bevor mir hier jetzt zu heiß wird, würde ich sagen, wir fahren direkt los und ja, hoffen, dass nicht irgendwer sich aufregt oder so. Und ja, let's go. Würde mich natürlich immer für ein Like und Abo natürlich mega freuen, Leute, um keine Videos mehr zu verpassen. Aktiviert auch einfach die Glocke. So. Digga, heute muss man auch so aufpassen wegen der Kieberei, Leute. Hört überall bei 30 Grad, Digga, die Kieberei steht überall an jeder Ecke. Es ist ein bisschen scheiße. Aber daher wie original fahren. Passt eh alles. Anzündung an, egal. So. Let's go. So. Let's go, Leute, würde ich sagen. So, Leute, wir schalten jetzt ab da, weil da ist noch kurz Straße, Digga. Schalten wir jetzt sicherheitshalber. Fuck, Digga, der hat schon so geschaut, Digga. Ich schalte jetzt sicherheitshalber hier den Motor ab, Digga, dass wir hier keinen stören. Also irgendwie von Lautstärke her oder so. Aber jetzt wird es gleich Offroad, Digga. Wir schalten jetzt hier gleich wieder ein, weil da juckt das eigentlich keinem. Aber hier oben sind halt noch ein paar Häuser. Ich hoffe, mir kommt jetzt irgendwie kein Traktor oder so entgegen, Digga, weil das ist halt bei dem schönen Wetter normal. Ah, da ist auch ein Haus. Aber man kann hier ja auch fahren, aber ich will halt einfach die Leute nicht hier abfacken. Da geht's jetzt los. Ach, fällt, die Zündung muss ich jetzt einschalten. Sind da gemogeln? Digga, wuhu! Digga, es ist halt, es macht halt so Fun, Digga, weil man muss auch ein bisschen aufpassen. Nächster Mogel. Digga, da hupen wir ja, ey. Oh mein Gott, tschüss! Ich hoffe, es kommen halt nicht irgendwie ein Bauer oder so oder irgendwelche Fußgänger entgegen. Also, Digga, schau, das ist halt, wenn man einmal brennt, man rutscht halt sofort, Leute. Das ist halt immer. Schau,
Schau zum Beispiel wieder jetzt, Leute. Ich habe halt gemerkt, Digga. Das ist halt das Lustige an solchen Rädern. Also wenn man keine Stollenfelgen hat, Digga, du gibst Gas, es kommt fast gar nichts. Also du gibst Gas, aber es dreht halt so durch hin. Das ist so lustig. Sechste Schalt, Leute, schön langsam vorbei. Zwei runter. Das ist halt das Lustige an Offroad-Fahren, aber beziehungsweise das auch gefährliche Ding. Wenn man einmal drauf drückt, man rutscht halt. Also. Langsamer fahren, nicht dass mich dahin haut, weil ich dann ist gleich mein ganzer Lenker kaputt. Digga, überhaupt nicht mehr Mugen, Digga. Ich würde gerne noch weiterfahren, irgendwie hat voll Bock gemacht. Ach Leute, aber Jungs, war ganz lustig, sage ich mal so. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, bisschen Offroad, also ich meine, das war jetzt wirklich nur ein kleiner Teil. Digga, der Eimer hätte mich fast, glaube ich, sogar hingehauen. Aber Leute, für mehr einfach ein Like und ein Abo da lassen, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns schon beim nächsten Motorvlog.